Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Ich bin Basti oder auch Modern Consumer und wir machen heute eine Parktour in dem sogenannten Zaber Park. Ja, der wurde mir vorgeschlagen von einem meiner Abonnenten. Immer wenn ihr Parks vorschlagen wollt, schreibt einfach in den Kommentarbereich rein. Hashtag Parktour und dann... weil da fällt hier meine Flasche rum. Und dann schreibt ihr dahinter, also Hashtag Parktour und dahinter den Park, den ich mir mal anschauen soll. Ja, und dann zeige ich den auch vielleicht, wenn er mir ganz gut gefällt und alles, dann hier auch in meinem Let's Play, will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall in meinen Videos. Und das ist jetzt hier heute der Zaber Park und ich mache in dieser Woche, wo das Video hier erscheint, noch einige andere Parktouren und da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen. Hier vorne ist noch ein bisschen leer, hier könnte man vielleicht noch ein paar Pflanzen hinstellen, das wäre schon mein erster Kritikpunkt bei dem Park. Ja, machst du doch selber besser? Wenn ja, ich kann aber trotzdem mal sagen, was ich noch für Vorschläge hätte. Aber ansonsten, der Park macht einen ziemlich schönen Eindruck. Ich will mal ganz kurz euch auch den von oben zeigen. Er ist auch noch sehr klein, ne? Es ist noch nicht voll bebaut, hier ist noch sehr viel Luft und wenn er so weitermacht, wie er jetzt hier angefangen hat, dann finde ich es auf jeden Fall sehr cool. Und mir gefallen halt so Parks, wo das hier alles schön zusammen verfriemelt ist und die Bahnen da drin sind. Und ja, also das macht schon wirklich einen sehr schönen Eindruck. Und deswegen finde ich auch, ist der Park schon sehenswürdig für euch. Ich weiß gar nicht, worauf ihr das so anlegt. Weil man könnte jetzt auch sagen, was ist für euch wichtig, was ein Park zu bieten haben soll, dass ich ihn hier zum Beispiel euch überhaupt vorstelle. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Wir können ja auch mal irgendwie so einen Park, wenn es irgendjemand hat, ich habe hier noch keinen bekommen, der total bekloppt ist, total unrealistisch alles und irgendwelche total verrückten Sachen, hätte ich auch mal Bock drauf. Wenn ihr da was habt, schreibt mir den Park gerne in die Kommentare rein und dann gucke ich mir den mal an und vielleicht zeige ich ihn dann auch. Hier auf jeden Fall der Eingangsbereich von dem Park, Zaber Park, natürlich das obligatorische Karussell, guck mal, voll krass hier, das sind die... Tannenspitze wahrscheinlich, ne? Die Tanne geht bis in den Boden rein. Und dann haben wir hier ein richtig schön reingeschmiegtes Karussell. Und hier hinten sehen wir einen Berg, wo Flammen oben sind. Wo führt das hin? So, hier wollen noch ein paar sich anstellen. Ich gehe einfach mal der Nase nach. Mal gucken, was man hier so findet. Das Gebäude schreit mich gerade an, auch wenn es ziemlich dunkel hier ist alles. Geh, komm rein! Ach ja, hier, das ist dann hier der Eingang, okay. Ja, das ist jetzt nicht so spektakulär hier, aber du hast halt hier drin ein Topspin. Ohne Sound, hab ich hier irgendeinen Sound? Irgendwie hört man fast gar nichts. So, ich setze mich mal hier rein. Ich habe gerade irgendeinen kleinen Soundbug, habe ich das Gefühl. Aber auf jeden Fall, hier hast du das Topspin, kannst dann mal rausgucken. Durch die lodernden Flammen durch. Und der Soundbug ist hier in dieser Höhle auf jeden Fall vorhanden. Ich hoffe, er ist gleich weg. Oh, das sieht so schön aus hier. So. Das Karussell, da höre ich jedenfalls nichts. Ich glaube, ich starte das Spiel mal neu, weil ich hier einen Soundbug habe. Und dann machen wir an der Stelle hier einfach gleich nochmal weiter. Ja, ich habe jetzt nochmal neu geladen. Wir sind jetzt wieder hier an der Bahn und ich glaube... Jetzt hört man auch die Leute hier wieder so ein bisschen besser. Dann können wir also weitermachen hier mit dem Park. Also, guck mal, hier steigen sie alle ganz schnell ein. Da müssen wir nochmal kurz hier gucken, wie das von hier aus aussieht. Los geht's. Geht schon los? Normalerweise fahre ich ja diese Attraktion nicht mit in einer Parktour. Aber weil jetzt hier die Aussicht dann so interessant ist, nehmen wir das jetzt einfach nochmal mit. Und jetzt hören wir auch den Sound ein bisschen anders. Oh, ich liebe Topspin. Also klassischerweise heißt das Teil ja Topspin auf den normalen Stadtfesten, Kirmesen und wie auch immer. Also hier brutzeln einem die Haare weg, im besten Fall. So, jetzt gehen wir mal raus und gehen weiter hier in den Park. Also es ist echt wirklich wunderschön. So, also das finde ich, also so richtig schön grün. Oh, herrlich. Auch das würde ich halt niemals machen bei mir. Ich kriege das, glaube ich, gar nicht gebacken. Bänke und Tische hinzubauen, einfach so. Und ich wüsste auch gar nicht, wie und wo. So, hier ist auf jeden Fall eine Wasserbahn. Ja, da kann man schon mal von hier gucken. Schade, dass das nicht hingekriegt hat, dass das hier höher ist, das Wasser. Ne? Wenn das hier auf der Höhe wäre, wäre es schon praktischer. Ne? Aber schön, da hat man hier von hier was zu sehen. Da kann man seine Familie, ne, wenn man das jetzt im Echt
Oh, man kann dann einmal nass werden auch. Wenn die Family, weißt du, einer von der Familie, der geht ja immer nicht mit, ne? So wie oft das ist. Der kann dann von da schön ein Foto machen, wenn wir da runterfahren. Ne? Das ist doch immer schön. So, hier das Karussell und hier geht es ab zum Sägewerk. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir gleich mal dahin. Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang. Da hinten ist es noch leer. Und das Sägewerk ist dann wahrscheinlich auch die Wasserbahn oder was? Breit, schmal. Hier ist halt noch leer. Also da bin ich gespannt, wenn das nochmal weitergebaut wird, wie das Ganze aussieht. Und die Brücke ist hier echt Teil so aus einzelnen Elementen gebaut. Ach so, solche sind das ja dann, klar. Aber die hat er dann quer da reingemacht. Das ist natürlich tricky. Sehr einfallsreich. Und dann hier so Baumstämme. Schön. Schön, schön. Also hier bei so Wasserbahnen sind ja immer lange Warteschlangen. Das kennt man ja auch in echt. Da dauert das immer eine Weile. Wo ist eigentlich der Typ bei der Wasserbahn hier, der das immer so, ne, die Sitze so abstreift, dass das Wasser da runter ist? Wenn das jetzt auch noch hier wäre, wäre auch krass. Aber es ist cool, dass du hier so an der Bahn entlang wartest. Bei Rollercoaster Tycoon damals konnte man gucken, wie viele Leute stehen denn bei der Bahn an. Das finde ich schade, dass das hier nicht ist. Ich guck mal gerade, ob das hier irgendwo steht. Oder sieht man das hier? Gäste im Monat? Gäste insgesamt, Szenario, Einnahmen, Eröffnungsdatum. Also du siehst nicht, wie viel jetzt gerade anstehen. Das finde ich ein bisschen schade. So. Wo ist jetzt die erste Bahn? Da war sie. Die fahren hier los. Und hier finde ich, macht dann die Kamera am meisten Sinn. Dann sehen wir die Familie hier von oben und dann geht es gleich das erste Mal schon runter. Ne, noch nicht ganz. Ich mich hier ein bisschen verschätzt. So, das spulen wir mal so ein bisschen vor hier, ne? So, zack, es geht hoch. Und jetzt geht's ein bisschen schneller runter. Hier qualmt es. Ein bisschen gruselig. Da ist eine Box, Musik. Und jetzt kommen wir, glaube ich, diesen Sturz runter, den wir eben unten gesehen haben. Genau, schön. Und der hat sogar eine Uhr an. Batz. Kann man einmal Hallo sagen hier hinten. Und dann fahren wir mal hier hoch. Ja, jetzt geht es einfach hier relativ unspektakulär weiter. Aber was willst du da groß machen? Das ist halt einfach mal gemütlich. Du freust dich dann auf den nächsten Sturz. Gibt es hier noch was zu sehen? Eher nicht. Ja, hier könnte noch ein bisschen mehr drumherum sein bei sowas, ne? Man kann immer mehr machen, das ist klar. Aber hier ist dann wieder mal so ein Gebäude. Ah, der Schatz. Das Sägewerk halt, ne? Yeah! Oh, da kommst du dann ganz schön schnell hier wieder auf die nächste Rampe hoch. So, an der Warteschlange vorbei. Und wenn das hier alles voll ist, mal irgendwann vollgebaut ist, dann kommt das mit Sicherheit auch richtig cool, hier lang zu fahren. Da hinten ist nicht alles leer. Hier siehst du dann nochmal die Nächsten, die dann ankommen. Kriegst vielleicht auch nochmal ein bisschen Wasser ab. Und dann sind wir auch schon angekommen. Super an der Bahn ist, dass es hier auf der einen reingeht und auf der anderen raus. So ist es einfach am effektivsten. Zack, können die Nächsten. Das geht weiter. Alles gut. Und wir steigen hier auch mal aus. Das Dach geht so ein bisschen hier in den Weg rein. Ja, aber schön, schöner Stil hier, das Ganze. Schön verpackt. Gefällt mir sehr schön. Gefällt mir sehr schön, ist auch ein guter Ausdruck. Gefällt mir sehr gut. Hier sollte wohl mal was hinkommen. Und hier ist eine kleine Kinderbahn. Da fliegen wir gleich mal drüber. Und hier geht es in die Achterbahn rein. Aber erstmal interessiert mich der Bereich hier rechts. Da kommen wir dann auch hin. Ich will nochmal gucken. Wenn wir jetzt hier waren, genau. Da sind wir eben links zum Sägewerk hier hinten hingegangen. Und wenn wir jetzt hier rechts hingehen, ist hier der Eingang für... Achso, für das Teil. Okay. Schön. Das Dach. Schön. Einfach nur schön.
sehr gut gemacht. Und guck mal, allein auch so kleine, diese kleine Insel hier. Ich finde sowas toll. Hier fährt eine Kinderbahn lang. Und du kannst halt... Allein die Geräusche herrlich. Ich hoffe, ihr könnt das laut genug hören. Das hat einfach was. Hier, warum man jetzt hier nichts hingemacht hat, das verstehe ich nicht. Hier können auch so ein bisschen Büsche hin, ne? Wenn das hier doch sowieso schon alles voll ist, dann hätte ich das doch hier auch noch so ein bisschen hingemacht, ne? Damit hier auch so ein bisschen so irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein paar Steine oder so. Dann ist hier auch ein bisschen was und ein paar Blumen noch dazu. Und zack, hast du hier auch schnell dann so ein bisschen eine kleine Insel hingemacht. Naja, gut, keine Ahnung. Wäre jetzt nur mal mein Vorschlag gewesen, ne, damit das hier nicht so ganz kahl aussieht. Guck hier, nämlich auch noch so einen Stein. Zack. Und hier auch noch einen Stein hin. So. Oh, jetzt schreibt mich einer bei Steam an und das ist nicht gut. Hier noch einen Stein hin. Naja, jetzt habe ich den Park völlig verunstaltet. Das tut mir leid. So, was haben wir denn hier? Hm? Okay. Ah, hier geht das zu dieser Kinderbahn. Okay. Aber die Gebäude da, das ist toll. Das sind schöne Gebäude hier um die Bahn rum. Und dann gucken wir mal, dass die jetzt hier auch ankommt. Und fahren eine Runde mit. Ja, auf geht's mit der Kinderbahn hier. Ich habe noch nicht geguckt, wie die Bahn heißt. Setze mich wie oft so gern nach hinten. Und dann ziehen wir uns mal hier hoch. Pong, einmal durch den Ast. Aber guck mal, wie schön das hier von hier aussieht, ne? Und da kann die Familie, ne, wieder hier unten gucken, wie der kleine Junge oder das kleine Mädel das Kind mitfährt. Hier hätten auch gerne zwei Bahnen reingekonnt, finde ich, dass jetzt die nächste wieder vollgeladen wird, damit das effektiver ist. Das ist auch ein bisschen langsam hier. Müssen wir noch ein bisschen schneller machen. Ein bisschen höher den Abschuss da oben machen. Und das war's schon. Das war die Bahn. Ich will mal gucken, was die für Werte hat. Wilder Bauernhof. Ja. Okay. Auf jeden Fall wird keinem schlechter drin. Das ist schon mal wichtig bei so einer Kinderbahn. Und das einfach allein von hier das angucken. Toll. Herrlich. Schöner Blick. Aber wie gesagt, ich hätte hier irgendwie eine Blockbremse hingemacht. Und dann die zweite Bahn rein, damit hier immer eine in der Station ist und es weitergehen kann, mehr Leute befördert werden können. Toilette. Toilette. Und dann kommen wir jetzt schon zur letzten Bahn. Der Park ist ja nicht besonders groß, was ja nicht schlimm ist. Ach ja. Wie kommt man da hin? Da muss man hier rüber gehen für. Oder durchs Gebäude. Nee. Muss man da rüber gehen für. Mhm. Ja, okay, gut. Dann machen wir. Dann ist das halt so. So, dann stellen wir uns jetzt mal an hier für die Bahn. Und hier habe ich das Gefühl, so von außen gesehen, das ist eine fertige Bahn gewesen. Ist aber nicht schlimm. Es wäre jetzt nicht schlimm. Das Gebäude hat er mit Sicherheit selber gebaut. Und allein der Blick von hier aus, ne? Da fährt sie hier vorbei irgendwie. Da ist hier auch nur eine Bahn drin. Die Schlange. Auch nur ein Zug drin. Das wundert mich doch. Warum ist hier nur ein Zug drin? Hier könnten doch eigentlich zwei Bahnen locker fahren. Und so ist die Wartezeit natürlich doppelt so lang, ne? Ihr braucht jetzt nicht warten, wir steigen direkt ein. Und zack, sitzen wir auch schon drin und fahren hier hoch den unglaublichen Hügel. Die Schlange, ich muss die gleich nochmal optimieren. Ich muss mal gucken, ob man da zwei Bahnen einfach reinkriegt. Wir fahren jetzt hier im ersten Waggon mit. Gucken mal hier um die Kurve rum. Ja, das geht gleich schön durch den Wald durch. Und ich denke mal, die wird wirklich schön angenehm sein. So eine richtig alte Bahn eigentlich, finde ich, so vom Style her. Aber ich mag so Bahnen, die so kompakt auch sind wie diese hier. Dann einfach ein Wald da drumherum und ganz einfach. Einfach, aber schön. Leider geil. Ja, hier nochmal rum und dann nochmal ein Looping oder was, keine Ahnung. Na, am Gebäude lang. Also hier gibt es auf jeden Fall viele Aufs und Abs, die Schlange halt.
Der Zaberpark, den haben wir jetzt damit dann auch gleich durch. Hier ist schon das Ende und zack, bist du in der Station. Ja, hier könnte man mal gucken, wenn man das jetzt zumacht. Ja, Blockbremsen hat das Ding nicht. Also von daher ist das auch wieder egal. Gut, egal. Damit war es das mit dem Zaberpark. Das war ja wirklich ein kleiner Park, oder? Nee, noch nicht. Nee, ich habe ganz vergessen, dass wir hier hinten auch noch hin können. Okay, gut, kein Problem. Hier links geht es doch auch nochmal weiter. Da war doch auch noch eine Achterbahn. Hier wird wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen. Ey, bin ich so blind gewesen, dass ich das vergessen habe. Vor allem ist hier noch eine Achterbahn. Ich vergesse alles, ne? Da hinten ist auch noch was. Also Leute. Bergwerk Willi. Ah, cool. Das sieht doch schön aus. Allein jetzt schon mal hier der Wartebereich. Oh, super eng hier. Super eng. So, und dann ist man hier da. Ja, ja, hier haben ein paar Steinchen gemacht. Wir steigen mal ein. Wir wollen nicht schon zu viel vorgenommen bekommen. Und deswegen hier so. Scheiße, habe ich es eben voll verpeilt. Aber jetzt geht's los hier mit der Bergwerk Willi-Bahn. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, weil man hat jetzt nichts gesehen davon. Also, die Überraschung kann sehr groß sein. Hoch. Und runter. Yay! Oh, hier ist aber einiges an Strecke, ne? Ein Looping! Ja, hier hinten ist ein bisschen kahl alles noch. Gerade so geschafft, den Looping. Ja, hier gibt's auch... Oh, hier schön zwischen der Schlucht lang. Ja, hier kann man natürlich noch ein bisschen drumherum hin, so ein bisschen, ne? Bäume und so weiter und so fort. Dann hier durchs Gebäude, das ist auch cool. Sowas finde ich mal cool. Zäune da hinten. Und das war's schon? Das war's schon. Bergwerk Willi ist durch. Kurz nochmal die Werte angucken. Alles im grünen Bereich, alles sehr gut. Sehr schön. Schöne Bahn. Klein, aber fein. So gehen die Leute hier lang. Ne, da ist nix. Aber hier ist Ausgang, oder was? Dann ist hier also so ein kleiner tropischer Style oder Mexiko oder was soll das sein? Banana Loop? Banana Loop? Warte mal. Wartebereich? Ja, okay. Lässt sich sehen. Und hier fährt einmal eine andere Attraktion lang. Die will ich jetzt auf jeden Fall fahren. Hier kommt noch eine Schiffsschaukel hin, die ist aber noch nicht fertig. Habe ich schon gesehen. Eingang. Cool, da hat er sich hier einen schönen Style einfallen lassen und auch die Bahn von der Farbe passt da ganz gut rein. Die Frage ist, warum ist die leer gewesen gerade? Das weiß man nicht. Oh, ich komme hier nicht durch. Aber schon cool, super gemacht. Das ist aber offen hier, okay? Ja, ich glaube, hier hinten sind halt nicht so viele Leute. Ich mache jetzt einfach schon mal den Park komplett auf, dass hier noch mehr Leute rein können. Und dann warten wir mal kurz wieder und fahren hier gleich mit der Bahn mit. Geht schon los? Ne, geht auch nicht los. Wow! Okay, damit geht das dann also so los hier mit der Bahn. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Waggon gewesen, aber die richtige Bahn. Oh, Banana Loop. Ich habe jetzt den Anfang eben so ein bisschen verpasst, ne? Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ging nur einmal kurz runter. Jo, das sind ja mal interessante Drehungen, die man hier macht. Die Farbe ist auch irgendwie stimmig hier mit allem. Ich meine, grün, blau, rot passt eigentlich überhaupt nicht, aber irgendwie hier schon. Und das war's schon. Das war's dann schon. Ja, warum nicht, ne? Ja, damit war es dann aber wirklich mit dem Zaberpark jetzt. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass wir jetzt hier nochmal losfahren können, wo die andere hinten angekommen ist. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Aber hier ging es halt nur einmal kurz runter und dann da hinten hoch.
Das war der Zaberpark. Jetzt sind wir aber wirklich durch. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts verpasst, weil so groß ist er ja nur auch nicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie mir, weil der Park ist wirklich, das ist ein stimmiger Park. Sowas gefällt mir sehr gut. Wenn ihr davon noch mehr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare rein. Hashtag Parktour. Ich schaue mir die gerne dann an und freue mich aufs nächste Video mit euch. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Basti. Mir ist gerade schwindelig. Oder auch Modern Consumer, weil ich nicht Luft hole. Ciao.